Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Die Post war da. Paket Nummer 284 Missmethan. Das liegt schon, aber ich würde behaupten, es liegt bestimmt schon einen Monat bei mir hier auf dem Schreibtisch und ich habe es noch nicht auspackt. Trotz höchste Zeit dazu. Mir schnagelt lang. Mir ginge runter auf den Tisch. So, das Paket, das liegt jetzt gefühlt schon ewig bei mir auf dem Schreibtisch. Vielleicht darf man das mal aufmachen. Habe ich auch bestellt auf Amazon. Das war ein Angebot. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ich verlinke es euch auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung. So, ich habe bestellt viermal 64 Gigabyte USB-Speicherstick. Braucht man immer wieder mal, gerade wenn man Windows installieren will oder keine Ahnung, wenn man Musik auf dem Stick praktisch im Auto einlesen will. Mein Auto hat ja Festplatte. Das heißt, ich mache da immer wieder mal auf den Stick Musik drauf, nehme es mit ins Auto, dass ich es dann im Auto auf die Festplatte auch spielen kann. Ja. Stick ist dann immer wieder mal kaputt gegangen oder von der Datenmenge her war es zu klein. Kann ich das dann aufs Auto speichern können, was ihr wollt. Geschwindigkeit ist mir zweitrangig, aber 64 GB wollt ihr mindestens haben. Und so ein Speicherstick, der war einzeln, kostet der, glaube 8 Euro. Und dann hat es dann ein Angebot gegeben, dass sie den Stick kriegt für 3,60 € war es, glaube ich, oder? Ich kann es euch echt gerne mehr sagen. Lass mal gucken, was sie da Eltern. Liegt ja schon, wie gesagt, ewig lang da. Ich kann jetzt mal gucken, wie der aktuelle Preis ist. Aktuelle Preis 4,88 €. Aber nicht lieferbar. Schade. Auf jeden Fall sehr günstig. Aber Mindestabnahme war dann 4 Stück. So ein Speicherstick, der wird ja nicht alt oder der wird ja nicht schlecht. Und dann habe ich einfach mal 4 Stück bestellt. Da kann ich jetzt auf einen Windows drauf machen. Dann kann ich jederzeit Windows auf irgendeinen Rechner installieren und muss halt jedes Mal neu so ein Speicherstick dafür fertig machen, weil manchmal, wenn jetzt mein PC hier zum Beispiel abschmiert, dann kann ich ja mit dem PC nichts mehr machen. Da muss ich immer gucken, dass ich irgendwo immer andere PC mir Windows drauf spielen kann. Das ist immer sehr umständlich. 4 Stück kann jetzt, einen mache ich fertig für Windows und mache ich fertig, dass ich Auto, in meinem Auto Musik dann praktisch immer mitnehmen kann und 102 auf Reserve. Speicherstick braucht man immer. Und wenn man die so günstig kriegt, kann man da definitiv zuschlagen. Gut, kurzes Video. Jetzt weiß ich aber, warum ich das Video so lange rauszögern will. Ich weiß gar nicht, was ich da groß erzählen soll. Das ist fast wie wenn man sich Klopapier kauft. Man braucht es halt, aber man schwätzt nicht drüber. Gut, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.